Christoph von Schmid schrieb im Laufe seines Lebens noch viele weitere Erzählungen und Gedichte. Hier in Augsburg wirkte er über 20 Jahre als Domkapitular und ist auch hier auf dem Hermannfriedhof beerdigt. An der Gedenktafel, die Sie hinter mir sehen, ist er auch heute noch verewigt. An dieser Tafel fand über viele Jahre an Heiligabend eine kleine Gedenkfeier statt. Die Kinder des Waisenhauses sangen das Lied »Ihr Kinderlein kommet«, steckten eine Kerze an dem Ring zu Ehren dieser berühmten Persönlichkeit an.